Einen wunderschönen guten Tag bei diesem kleinen Informationsvideo, wahrscheinlich am ehesten relevant für alle, die in Weimar wohnen und Umgebung und die sich dafür interessieren. Für alle anderen vielleicht nicht, aber ich habe immer einen Ausschnitt dabei, den ich dann hier gleich danach einblende, da kann sich das jeder mal anschauen so ein bisschen. Und zwar wurde eine kleine Kurzdokumentation von ungefähr 15 Minuten über uns gemacht und ist ganz cool geworden, ist in einer Reihe entstanden, ihr könnt das ja hier alles lesen, von 5 Leuten, also insgesamt wird es 80 Minuten gehen. Im Lichthaus ist das zu sehen und zwar für, ich schätze, 6 Euro. Heute ist es vielleicht schon zu spät, während ihr das Video hier seht, 15 Uhr. Und morgen Sonntag, 15 Uhr, werde ich wahrscheinlich dann auch im Kino anwesend sein und mir das nochmal anschauen. Und vielleicht sieht man sich da. Also bei Interesse, ihr seht ja hier wie gesagt alles. Ich blende jetzt mal einen kleinen Ausschnitt ein. Und ja, vielleicht ist das was für euch. Aber geht vielleicht nicht rein, wenn ihr wirklich nur wegen mir da irgendwie oder wegen uns, weil dann ist das vielleicht ein bisschen viel versessene Zeit, nur wegen den paar Minuten dann. Vielleicht kannst du dich nochmal zu der Schulklasse oder was auch immer das hier vorne ist, zu dem Grüppchen begeben, ja, und darauf fragen, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, ob Menschen in Gruppen oder alleine anders reagieren. Also in der Regel reagieren Menschen in Gruppen komplett anders, als wenn sie alleine unterwegs sind. Deswegen machen wir auch manchmal gezielt was nur mit Gruppen. Sobald da eine Person lacht, da ist dann die ganze Stimmung in der Gruppe viel heiterer. Wenn man jetzt mit irgendeinem Kostüm oder so auf eine einzelne Person zugeht und die ist dann irgendwie eingeschüchtert, so zum Beispiel, dann ist das sehr unangenehm für die Person. Und im besten Fall wollen wir ja, dass die Person sich freut. Sinnlose Verbote wie Skaten auf dem Theaterplatz ist verboten. Ist vielleicht nicht so, dass ich sagen würde, dass Weimar braucht an Verboten. Skateboardfahren ist für mich das bessere Punk, wenn man so will. Weil für mich ist Punk irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen Widerspruch, dieses wir sind anders, aber doch kleiden wir uns alle gleich. Das ist ja dann quasi auch schon eine Uniform und verhalten uns alle gleich. Und Skaten oder halt der Skater-Lifestyle, sage ich mal, der ist wesentlich facettenreich und hat aber trotzdem dieses Anti-Sein, dieses Rebellische. Dumm, Alter. Ja, da sollte man aufpassen. Oh, das stinkt nach Gülle.